Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder Mythomaniac. Ja, ich habe es ja mal irgendwie angedroht in meinen letzten Videos oder einen meiner letzten Videos. Ich habe ja dieses Family Computer HDMI-Klon-Ding getestet und ich habe euch ja versprochen, ich schaue mir mal so ein paar Sachen an, die irgendwie offensichtliche Hacks oder Homebrews sind und ich will einfach mal was aus, und zwar das, was vom Namen her vielleicht interessant sein könnte. Und da sehen wir zum Beispiel ein Game, das nennt sich Optimus Minor. Ich kenne zwar Optimus Prime, das hat dann irgendwas mit Transformers oder so zu tun, aber schauen wir doch mal, um was es sich bei Optimus Minor handelt. Der Name ist ja schon krank. Beast Wars Transformers Transmetals 2 Optimus Minor? Hä? Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Hack von Donkey Kong Jr. Und ich guck mal, ob der sich auch genauso spielt, wie der hier aussieht. Schauen wir mal. Ich bin in dieser Art von Games extrem schlecht, das sage ich euch gleich. Ich muss mal gucken, wie komme ich denn hier überhaupt hoch? Jetzt. Okay. Ja, ich glaube sogar die Geräusche sind die gleichen, oder? Ich bin jetzt nicht so der Donkey Kong Junior Crack. Und ich sehe schon, ich bin hier schon voll am Verkacken. Ich habe das Spiel eigentlich nie wirklich gespielt früher. Ich aber vom Aussehen her weiß ich, dass das hier Donkey Kong Junior ist. Nur verwurstet. Als Optimus Prime. Optimus Minor. Ich werde verrückt. Wie komme ich da jetzt rüber? Aha. Und dann? Okay, da komme ich nicht lang. Da muss ich hier unten wahrscheinlich weiter. Okay, kann ich denn springen? Das ist... Also, Optimus sieht eher aus wie eine riesige Krabbe irgendwie. Ja, also es ist schon ulkig, was hier so drauf ist. Und bei 600 Games hat sich sicher noch so das ein oder andere hier verkrochen. Wer hätte jetzt damit gerechnet, dass es sich hier um einen Donkey Kong Junior Klon handelt? Ich fass es nicht. Aber immerhin, ich habe das erste Level geschafft. Dafür, dass ich das so nie spiele. Not so bad. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Ich weiß es nicht. Sprungfeder. Ich glaube, auf diese Kugeln drauf kann ich nicht springen. Ja. Okay. Hoch. Ja, offensichtlich muss man da irgendwie nach links rüber an diese Haken ranspringen. Aber die jetzt zu treffen, ist natürlich auch wieder nicht so einfach, ne? Okay, so weit, so gut. Und jetzt? Komme ich da irgendwie rüber oder muss ich auf diesen Ball springen? Und jetzt von da... Jetzt muss man auch noch warten, bis dieser komische Greifhaken rauskommt. Okay. Wahrscheinlich stelle ich mich so dämlich an, dass ich das überhaupt nicht... Okay, so weit, so gut. Nein, tu mir nichts, dann tue ich dir auch nichts. Und wie kommt man jetzt da weiter? Wahrscheinlich gar nicht. Ich kacke bestimmt vorher ab, wie ich mich kenne. Ich sag doch gerade, ich kacke bestimmt vorher ab. Na. Ja. Habe ich noch ein Leben? Oh, ich darf's nochmal versuchen. Was findet oder wie findet ihr denn diese tolle Version hier von Donkey Kong Junior alias Optimus Minor? Ich dachte jetzt, das verkacke ich. Okay. Ja, wenn man so an beiden hochklettert, ist man schneller. Das habe ich jetzt gemerkt. Der zweite wirft nicht mit irgendwas. So, jetzt hänge ich da auf jeden Fall schon mal wieder dran. Das ist doch wahrscheinlich schon mal nicht schlecht. Mach nix. Tu nichts Unüberlegtes. Runter geht ja immer irgendwie leichter als wieder rauf. Hoch, 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 hoch! Runter, runter, runter! Nein! Blödsack! Okay, dann eben nicht. Habe ich noch ein Leben oder war es das jetzt? Game over. Ja, ich glaube, das reicht auch.
So, das war jetzt mal eins dieser interessanten Hacks auf dem Gerät. Spielbar ist es auf jeden Fall trotzdem. Und ich denke mal, die Steuerung ist von dem Ganzen nicht jetzt anders als Donkey Kong Junior. Man hat ja halt in diesem Hack vornehmlich die ganzen Grafik ausgetauscht. Aber alles andere, denke ich, ist noch so, weil Sound hört sich irgendwie noch genauso an, finde ich jetzt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich hatte zumindest beim Ausprobieren meinen Spaß. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn es heißt, zock mal wieder mit, Tomaniac, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, Leute.